Guten Abend, meine Damen und Herren. Beim Absturz einer Maschine der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot beim Anflug auf den Flughafen Schönefeld sind gestern vermutlich 70 Menschen ums Leben gekommen. Bilder von dieser Flugzeugkatastrophe in der DDR. Die Maschine schlug in einem Wald in der Nähe des Ostberliner Stadtteils Bohnsdorf auf, der im äußeren Südosten der Stadt liegt, nur etwa 3 Kilometer von der Landebahn des Flughafens entfernt. 12 Menschen konnten aus dem Wrack des Flugzeugs gerettet werden, die meisten von ihnen mit schweren Verletzungen. Dass aus diesen Trümmern überhaupt Menschen mit dem Leben davonkamen, grenzt an ein Wunder. Zur Klärung der Unglücksursache ist eine Regierungskommission gebildet worden. Sie steht unter Leitung des DDR-Verkehrsministers Otto Arndt. Im DDR-Fernsehen erklärte der Minister heute in einer ersten Stellungnahme: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann man über die Ursache noch nichts sagen. Der Flugdatenschreiber wird uns vielleicht also hier nähere Auskunft geben können. Und die Spezialisten werden also versuchen, recht schnell die Ursache zu ermitteln. Über den Zustand der 12 Überlebenden, die in die Krankenhäuser von Köpenick und Königs Wusterhausen eingeliefert wurden, sagte heute der behandelnde Arzt: Wir haben zurzeit hier noch 6 Verletzte. Es handelt sich um mittelschwer Verletzte. Den Patienten geht es den Umständen entsprechend gut. Sie sind versorgt, schmerzfrei gemacht. Gestern mussten noch am Abend 2 Patienten in die Charité und nach dem Friedrichshain verlegt werden, weil es sich um schwerwiegende Verletzungen handelte, die einer speziellen Diagnostik und Therapie bedurften. Sind die Verletzten außer Lebensgefahr? Die Patienten sind jetzt außer Lebensgefahr. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Bilder vom Unglücksort heute Mittag. Die Bergungsarbeiten in dem Waldgebiet bei Bohnsdorf, nur 300 Meter von den nächsten Häusern entfernt, dauern bis zur Stunde an. Die Untersuchungskommission hat, seit es die Lichtverhältnisse zuließen, mit ihrer Arbeit an der weiträumig abgesperrten Absturzstelle begonnen. Spezialisten aus der DDR und der Sowjetunion arbeiten daran, Hergang und Ursache des Flugzeugunglücks zu klären. Der regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen bot der DDR technische und medizinische Hilfe des Senats an. Der deutschen Presseagentur sagte Diepgen, er sei erschüttert über das schreckliche Unglück. Sein Mitgefühl gelte den Opfern und Angehörigen. Bisher hatten sich in der DDR 4 Flugzeugunglücke ereignet, bei denen auch Menschen ums Leben kamen. Den schwersten Unfall gab es 1972. Damals starben 156 Menschen, als eine Iljuschin 62 der DDR-Gesellschaft Interflug bei Königs Wusterhausen explodierte. So viel zu dem Flugzeugunglück in der DDR und nun zum Wochenendwetter. Die Temperatur stieg heute in Dahlem nur wenig über 0 Grad. Sie lag um 18 Uhr bei minus 1 Grad. Zur gleichen Zeit zeigte der Radarschirm keine Niederschlagsgebiete. Die Vorhersage: abends wolkig bis bedeckt, im Laufe der Nacht aufkommende Niederschlag, teils als Regen, teils als Schnee. Glatteisgefahr. Morgen meist stark bewölkt und vor allem anfangs noch Regen. Höchste Temperatur bei 4 Grad. Schwacher bis mäßiger auf West drehender Wind. Trinkwassernotversorgung, vielen Berliner noch aus der Nachkriegszeit in Erinnerung geblieben, ist seit der letzten Rheinvergiftung für viele Stadtväter wieder zu einem aktuellen Thema geworden, auch in Tempelhof. Mit dieser 34 PS-Pumpe saugte das technische Hilfswerk heute am Tirschenreuterring Wasser aus 30 Meter Tiefe. Tempelhof probte den Notstand, den Wassernotstand. Wenn die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser durch das normale Leitungsnetz nicht mehr möglich ist, soll das Technische Hilfswerk Berlin in Zukunft aus solchen Tiefbrunnen das notwendige Trinkwasser pumpen. 2400 Liter pro Minute. Insgesamt 8 solcher Brunnen gibt es in Berlin, 3 davon in Tempelhof. Einer kostet 80.000 Mark und kann rund 1500 Personen in knapp einer Stunde mit Wasser versorgen. Im Notfall 15 Liter pro Tag pro Person. Aber wie gesagt, heute wurde hier nur der Notfall geprobt und das Wasser landete wieder im Gully. Alle Jahre wieder feiern die Freunde der Domäne Dahlem ihren traditionellen Weihnachtsmarkt. Trotz spürbar gesunkener Temperaturen zog es heute mehr als 3000 Berliner nach Dahlem in die Königin-Luise-Straße, darunter auch Reporter Ulrich Zelle. Für 1 Mark war man dabei auf dem ehemaligen Gutshof in Dahlem. Aber für die meisten Besucher dürfte es nicht bei dieser Ausgabe geblieben sein. Zu verlockend das Angebot an den rund 80 Ständen. Die Freunde der Domäne Dahlem ließen hauptsächlich solche Händler auf den Platz, die Kunsthandwerkliches verkaufen.
Nicht alles zu angemessenen Preisen und auch ein bisschen Kitsch war dabei. Trotzdem, viele finden hier noch eine Kleinigkeit zum Verschenken. Das könnt ihr mal fragen. Alle Jahre wieder beweist der Domänentöpfer seine Fingerfertigkeit an der Drehscheibe. Und der Schmied der Domäne zeigt den Großstädtern, wie ein Hufeisen entsteht. Für die Kinder ein großer, für die Erwachsenen ein nicht sehr preiswerter Spaß. Die Fahrt mit dem Domänen-Express kostet immerhin 2 Mark. Bei Temperaturen um 0 Grad tat ein heißer Punsch oder Grog zwischendurch recht gut. Und auch sonst ließen es sich die Besucher richtig schmecken. Frische Luft macht halt hungrig. Und wenn Sie für den morgigen 3. Advent noch nichts vorhaben, der Weihnachtsmarkt auf der Domäne Dahlem an der Königin-Luise-Straße hat morgen nochmal von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die folgenden Bilder wecken bei vielen sicherlich Kindheitserinnerungen, denn Hand aufs Herz, wer hat nicht gern auch als Papa noch mit der Modelleisenbahn gespielt? Ein Bericht von Eberhard Zucker. Traumzüge in H0 lassen die Berliner Eisenbahnfreunde e.V. an diesem Wochenende im Bahnhof Lichterfelde West fahren. Züge mit so klangvollen Namen wie Rheingold oder Orient Express werden nicht nur in Vitrinen, sondern auch Fahren vorgestellt. Dazu gibt's noch einen Weihnachtsbazar, Eisenbahnsouvenirs und Filme, kurz alles, was das Herz eines Eisenbahnfans höher schlagen lässt. Im letzten Jahr waren das immerhin 10.000. Die kleine Lok unten zieht übrigens ein Modell des Zuges, der auf dem Vereinsgelände in der Waldstraße in Reinickendorf unter Dampf steht. Und solange die Berliner Eisenbahnfreunde auf eine richtige Strecke für den Museumsbahnbetrieb verzichten müssen, träumen sie eben in H0 oder steigen auf die S-Bahn um. Morgen von 11 bis 18 Uhr ist die Ausstellung noch einmal zu sehen. Der Eintritt ist frei im S-Bahnhof Lichterfelde West. Unter dem Motto Neues im Berlin-Museum gibt es seit heute Neuerwerbungen und Stiftungen dieses Jahres im Bereich Kunstgewerbe, Gemälde und Mode zu sehen. Vor diesem letzten Beitrag möchte ich mich noch mit einem kleinen Dreh zum SFB, Thema der folgenden Abendschau-Extra-Ausgabe, von Ihnen verabschieden. Dabei viel Spaß. Nun aber begleiten wir Wolfgang Kramer und Kameramann Hermann Dernbecher durch das Berlin-Museum. Am Bahnhof Friedrichstraße. Ein Bild von Lesser Uri, 1888 gemalt, eines von mehreren Bildern, die von der in diesem Jahr gegründeten Stiftung des Berlin-Museums erworben wurden. Es gibt eben noch Mäzene in Berlin. Vor allem Gemälde von Stadtansichten wurden gekauft. Das Schellhaus am Landwehrkanal, sachliches Bauen in den 20er Jahren, abgerundete Fassadengestaltung. Und hier abgerundete Möbel eines Kinderzimmers aus dem Jahre 1911. Es ist ein ganz besonderes Kinderzimmer. Der Architekt und Jugendstildesigner Henry van der Velde hat es entworfen. Eine kostbare Rarität ganz anderer Art, diese Kuckkastenbilder, Spielzeug aus dem 18. Jahrhundert. Es ist ein Teil einer großen Spielzeugsammlung. Für eine 250.000 Mark hat das Berlin-Museum 600 Objekte daraus erworben. Schätze aus der großen Spielzeugkiste. Na dann, ihr Kinderlein, kommet. Berliner Buchhändler empfehlen die Chronik Berlins. Aufregend, dieses Buch über die Geschichte unserer Stadt. Die Chronik ihrer Stadt. Sag mal, was trinken wir nach dem Essen mit deinem Bruder? Mit Peter? Na, irgendein Weinbrand. Ein Weinbrand, ja, aber nicht irgendein. Also so riesig werden die Unterschiede ja wohl nicht sein. Riesig nicht, aber fein. Chantrey. Sieh mal an, Chantrey. Sag bloß, den hast du im Geschmack erkannt. Rias Berlin. BBC London mit dem deutschsprachigen Dienst. Rias Berlin. Hier ist der Berliner Rundfunk. Hier ist der SFB 2.
Ruhe! Das war sie, die Klangfülle der Wellen von UKW, die über Berlin schwappen. Guten Abend, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zum Abendschau Extra. 28 Minuten rings um den Hörfunk, und zwar um den aus dem eigenen Haus. Lang wurde diskutiert, kontrovers diskutiert, aber am 1. Januar geht es nun los. Und dann können Sie alle anderen Sender in Berlin vergessen, dann geht es nur noch um SFB 1, 2, 3 und 4. Und für alle diese wollen wir heute schon mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Von wegen Werbetrommel, der Leimpinsel ist's, der hier gerührt wird. Und so verschwindet, was für die Pirouetten bei Schwanensee wirbt, hinter dem kleinen Dreh zum SFB. Ein bisschen Reklame ist auch nötig, denn der SFB-Hörfunk hatte in den letzten Jahren Hörer verloren und die will er nun mit einem hörerfreundlicheren Programm, aber eben auch mit diesen 1500 Plakaten wieder gewinnen. Zugleich sollen all jene, die den SFB ohnehin besser finden, über die Neuerungen informiert werden. Ein Werbefeldzug wurde gestartet, den sich der SFB und seine Tochtergesellschaft, die Berliner Werbefunk GmbH, ein paar hunderttausend Mark kosten lassen. Ursprünglich geplante Großflächenplakate hat man allerdings wieder gestrichen, aus Sparsamkeit. Unterdessen in einer Zehlendorfer Villa. Hier residiert ein Trickfilmstudio, das schon Janeuchs Figuren das Laufen beibrachte. Jetzt wird das Radio animiert, wie es in der Fachsprache heißt. Animations- oder Zeichentrickfilme, das ist ein weiteres Element der Kampagne für die frisch gestylten Hörfunkprogramme des SFB. Zahllose Zeichnungen sind nötig, bevor so ein Film fertig ist. Zunächst existiert nur solch ein sogenanntes Storyboard, das die Idee des Films weitergibt. Hier etwa zu SFB 2, der schnellen Welle, dem Radio für die Turnschuhhörer sozusagen. Wie bewegt sich ein Turnschuh, fragen sich die Grafiker. Phasenzeichnungen entstehen. Psst! Eigentlich darf ich ja noch nichts sagen, aber Ihnen will ich's verraten. Nun werden die ersten Spots synchronisiert. Klaus Jurichs, der sonst Cliff Barnes seine Stimme leiht, gibt sie hier dem Reklame-Zappelradio des SFB. Werfen Ihre Schatten voraus. Drei Programme. Vieles wird anders. Alles besser. Klaus Fesenfeld von der verantwortlichen Werbeagentur gibt Regieanweisungen. Den müssen wir einfach mal sehen. Besprechung einer Informationsanzeige, die die Zeitungsleser Anfang Januar sehen werden. SFB-Pressestelle, Werbefunk, Sendeleitung, Intendanz, die Agentur und. Jede Woche gibt es dieses Treffen. Ziel der Übung, die Leser sollen sagen... Ah, das ist künftig mein Programm. Da gehe ich drauf. Und das ist der Werbegrafiker, dem Berlin das fröhlich-bunte Radio zu verdanken hat. Herr Wilkens, wie viele Radios haben Sie denn eigentlich in den letzten Wochen schon gezeichnet? Zu viele. Genau wissen Sie es nicht mehr. Ach, es sind vielleicht 50, 70 gewesen, vielleicht 100, ich weiß es nicht mehr genau. Da kann man ganz schön durcheinander kommen. Und wenn Sie sich wundern, warum manchmal von 3 und manchmal von 4 Programmen die Rede ist, ganz einfach. Das vierte Programm ist erstmal nur ein Testprogramm. Fast wäre ja dieses kleine Schaumstoffradio zum Helden der Werbung geworden für das neue SFB-Hörfunkprogramm, aber die Idee hat man fallen gelassen. Wie auch immer, die kreativste Werbung nutzt nichts, wenn das Radio nachher nicht den Geschmack der Leute trifft. Susanne Opalke hat sich mal um den Musikgeschmack gekümmert. Stimmt irgendetwas nicht? Na, da fragen wir doch mal den Hörer. Können Sie mir mal verraten, was Sie am liebsten im Radio hören? Ja, schöne Unterhaltungsmusik, die ein bisschen ablenkt. Man hat ja doch ein bisschen Sorgen. Ach, eigentlich Radio spiele ich gar nicht so viel, weil ich nicht meinen Fernseher laufen lasse. RIA 2. Und warum? Na, weil sie eine Menge Musik da haben. SFB. Ja, und was da? Musik am meisten. Ich finde ein bisschen mehr Lustigkeit und ein bisschen mehr Rhythmus, das würde mir mehr Spaß machen. Ja, volkstümlich mehr, würde ich sagen. Ja. Darf es auch ein bisschen Klassik sein? Auch. Ja, klassische Musik. Und das suche ich mir halt raus, wo was läuft. Tagsüber erwarte ich, sagen wir mal, poppige Musik, Rockmusik, durchsetzt mit aktuellen politischen Informationen. Ich höre gerne eine gute, hübsche Musik, wenig Belehrungen, eine objektive Berichterstattung und einen echten, ehrlichen, guten Wetterbericht, wenn er stimmen würde.
geh mit mir, wenn es Nacht ist in New York, bald schon wirst du daran sehen. Jetzt stimmt's vielleicht, wenn nicht, gibt's ja zum Glück noch die Wissenschaftler, besser gesagt die Kommunikationsforscher. Und die haben geforscht, um den Hörer zu finden. Die Ergebnisse jetzt hier nicht allzu ernst betrachtet. Für SFB 1 dürfen sie über 30 sein und ansonsten ein ganz normaler Mensch. Sie verlangen einfach nur schöne Musik und eine kompakte Information. Für SFB 2 dann ein bisschen jünger. So ab 15 bis 45, das ginge noch in Ordnung. Nur bei Rockmusik sollten sie keine Magenkrämpfe bekommen. Also wie alt auch immer, Hauptsache sie fühlen sich jung. Bei SFB 3 wird dann von ihnen etwas mehr gefordert. Sie müssen Kulturfreund sein, an der Fliege erkenntlich. SFB 4 ist die Heimat für ausländische Mitbürger und neuerdings für Testhörer. Sie testen die Musik zwischen Kurkonzert und Evergreen. Grundvoraussetzung, sie sind volkstümlich, aber offen für Übertragungen von Bundestagsdebatten, Sport und Kultur. Haben Sie sich jetzt wiedergefunden? Nicht? Auch gut. Sie dürfen nun hin und her schalten, natürlich nur zwischen den Programmen von SFB. Na denn, viel Spaß beim Radiohören. So heiß umworben wie er ist kein anderer. Mindestens 5 Radiosender werden sich im nächsten Jahr um ihn reißen. Natürlich auch der SFB mit dem 2. Programm. Das neue sogenannte Sounddesign von SFB 2 im Test. An die 60 musikalische Anreißer werden hier in einem Neuköllner Tonstudio produziert, ausgerüstet mit Elektronik, nur vom Feinsten. Denn maßgeschneidert soll sie sein, die schnelle Welle von SFB 2, vor allem auf den Hörergeschmack. SFB 2 wird ein Programm, auf das man sich verlassen kann, 18 Stunden am Tag. Es wird ein Programm, das Musik spielt für die 15- bis 45-Jährigen und die, die älter sind und sich dem Musikgeschmack der Nach-Rock'n'Roll-Ära nicht verschließen wollen, die werden dort auch noch ihre Musik finden. Neue Musikfarbe für SFB 2 und auch für die Reporterzimmer. Vorbereitungen im Haus des Rundfunks. Noch wird mit den Renovierungsfolgen gekämpft. Die aktuellen Magazine von SFB 2 werden ausgebaut. Nachrichten und Neuigkeiten durchgehend von morgens bis abends mit viel Musik. Alles aus einem Guss. Daran wird hier mit Hochdruck gearbeitet, wie man sieht. Neu am Vormittag gibt es ein Berlin-Magazin, das Stadtradio. Das Stadtradio möchte sich den Menschen nähern, die Menschen in der Stadt beschreiben, die Wirkung, die die Ereignisse auf sie erzielen, Hintergrund liefern. Wir wollen uns kurzum mit allen Großstadtproblemen beschäftigen. SFB 2. Von Montag bis Freitag 10,5 Stunden aktuelle Informationen von 5.30 Uhr bis 14 Uhr, das SFB Morgenecho, Stadtradio und Mittagsecho. Am Nachmittag das Tagesecho. Und für die ganz jungen Hörer gibt es natürlich auch mehr Programm auf SFB 2. Nämlich gleich nach der Schule Musik und Informationen in Boomerang und Tamtam aktuell. Und der SF Beat wird eine Stunde länger, von 18 bis 20 Uhr. Die neue Musikredaktion von SFB 2 demonstriert ihr Auswahlverfahren. Sie liefert für die Magazinprogramme den fetzigen Sound mit an die 100 Musiktiteln am Tag. Und am Abend nochmal 4 Stunden Musik, dann eher mit dem persönlichen Geschmack der Redaktion und hoffentlich auch der Hörer. Aber Scherz beiseite, ganz so radikal wird natürlich nicht aufgeräumt auf SFB 2. Bewährte Traditionen landen nicht einfach auf dem Müll. Der Durchbruch zur schnellen Welle soll gelingen. Und von ähnlichen Hörfunkprogrammen der anderen Sender will man sich deutlich unterscheiden. In der Musik werden wir ähnlich sein. Im Wortangebot werden wir auf alle Fälle besser sein als die anderen. Besser sein, weil wir eben aus Berlin und für Berlin berichten. Besser sein, weil wir auch den ganzen Auslandskorrespondentennetz der ARD hinter uns haben. Und wir werden eben dadurch in der Information sicherlich ein sehr, sehr gutes Angebot machen. Apropos Eigenwerbung.
Richtige Werbung gibt es auch ab 1. Januar auf SFB 2. So schön ist die Reklame im Radio natürlich nicht. Kann sie auch gar nicht sein, so schön ist sie ja meistens nicht einmal im Fernsehen. Dies hier ist ein preisgekrönter Werbespot aus Frankreich, und zwar für Zucker. Reklame in Deutschland gilt meistens eher als Störfaktor, im Fernsehen und mehr noch im Radio. Da ist es beinahe paradox, wenn der SFB seine Hörfunkwerbung künftig gleich auf zwei Kanälen ausstrahlt. Beinahe paradox aber nur. Der Anteil der Werbeeinnahmen am Gesamtetat des SFB ist kleiner, als manch einer vielleicht denkt. Rund 20 Pfennig von jeder Mark. Aber auch die sind wichtig. Nirgendwo sonst nämlich in der Bundesrepublik dürfen so viele Leute umsonst zuschauen und zuhören wie in Berlin. Wer kein oder wenig Geld hat, kann sich von den Rundfunkgebühren befreien lassen. Und der SFB macht im Rahmen des ersten deutschen Fernsehens so viel Programm, als wäre er der Landessender eines richtigen Flächenstaates. Das entspricht dann ganz genau der Reichweite des SFB in die DDR hinein und kostet natürlich Geld. Ohne die Werbung in Hörfunk oder Fernsehen ginge es natürlich auch, aber nur bei höheren Gebühren. Gegenwärtig sind das 16 Mark und 25 im Monat. Dafür kriegen Sie sonst nicht einmal ein Zeitungsabonnement oder gerade mal zwei Kinokarten. 16 Mark und 25, das heißt täglich 54 Pfennig. Wir denken, dafür bieten wir Ihnen wirklich eine ganze Menge. Noch einmal Fernsehwerbung, diesmal aus Schweden. Im Berliner Radio gibt es die Reklame künftig auf SFB 1 und 2. Mehr Reklame wird es nicht geben, sie soll nur besser verteilt werden, damit die Sache konsumierbar bleibt. Die Strategen in der Branche denken auch schon weiter. Werbung nämlich irgendwann einmal so zu verbinden und einzupacken, dass sie gar nicht mehr auffällt, sondern einfach nur wirkt. So ähnlich machen wir das ja auch mit dieser Sendung. Susanne Opalka jetzt über SFB 1. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen. Guten Morgen, Berlin, könnte sie wecken. Ab 6.05 Uhr bis 10 Uhr Nachrichten, die Presseschau, der Frühkommentar und die Verbrauchertipps. Sonnenschein, weck mich auf und komm herein. Musikalisch geht's melodisch zu. Sie können eben in aller Ruhe in Guten Morgen, Berlin, dem Sonnenschein und dem Fremden in der Nacht begegnen. Um 10 Uhr 8 dann entspannen, aber bitte aufmerksam zuhören. Kennen Sie Zeitpunkte? Zeitpunkte? Ja. Nein. Nein, habe ich leider nicht gehört. Gelte ich jetzt als Shovi, aber ich habe es nie gehört. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie noch immer als Shovi gelten. Denn ab 1.1. haben Sie 2 Stunden täglich im ersten Programm die Chance, sich zu ändern. Von 10.08 Uhr bis 12 Uhr gibt's die Zeitpunkte. Eine Sendung von Frauen, manchmal auch von Männern, jedenfalls für Frauen und eben auch für Männer. Ich höre Zeitpunkte, weil es bei uns sowas nicht gibt. Und die Herrschaften im Paternoster, das sind die Damen und Herren Kollegen von den Zeitpunkten auf ihrem Weg ins erste Programm. Robert Seifert, Axel Wars, Günter Ellmich, Thomas Klein, Müller, Dietmar Meinhold, Klaus Bredel, Lutz Hilgendorf, Renate Eibelshäuser, Gisela Frenschok. Und jetzt ein freundliches Lächeln für die Kamera. Ja. Das ist ein Teil der Mannschaft, die für Sie von Montag bis Freitag die Sendung rund um die Berolina auf die Beine stellt. Guten Tag und willkommen am Dienstag, dem 9. Dezember 1986. 55 Minuten lang das aktuelle Berlin-Magazin. Da müssen die Kollegen fix sein. Ja, Annette muss jetzt raus und Günther, du musst jetzt dann rein, ja? Blitzschnell gehen Berichte und Informationen aus der Stadt auf den Äther.
Ja, nächster Beitrag. Rathaus Schöneberg. Mit dem Ausschussvorsitzenden sprach Knut Müller. Von der Kultusministerkonferenz. Zum Schluss machen wir dann die Milch. Und dies war's dann mit den 40 Minuten rund um die Virulina. Ganz ruhig bleiben alle. Was machen wir nun? Was machen wir nun? Die Virulina zieht um ins erste Programm und bekommt eine neue Sendezeit. Im neuen Jahr also um 12.05 Uhr. Und nach 15 Uhr gibt's was fürs Köpfchen. Kopfhörer. Wissenswertes aus der Welt des Wissens. Zum Beispiel die Tiefenpsychologie des Putzens. Die Kollegenredakteure werfen sich höchstpersönlich ins Zeug, um sie ins Bild zu setzen. Eine Kostprobe vom Kopfhörer. Wie den Mitteilungen der Kölner Universität zu entnehmen ist, ist Port-Selke in ihrer Arbeit auf vier verschiedene Arten des Putzens gestoßen. Das chaotische Putzen, das große Wüten, das Schaukeln zwischen Auflösung und System sowie das systematische Putzen. Chaotisch Putzende mögen keine gleichsam keimfreien Wohnungen, die aussehen, als lebe da niemand. Freilich, auch sie kommen am Putzen nicht vorbei. Doch da sie beim Ordnungsschaffen auf die Unordnung nicht verzichten mögen, gehen sie mehrere Dinge gleichzeitig an und alles geht durcheinander. Bei dem, der in der Form des großen Wütens putzt, überwiegt offenbar der Genuss an der Beseitigung dicker Krusten. Man will tüchtig zuschlagen, sehen, dass etwas bewegt worden ist. Die Arbeit müsse eine außergewöhnliche Tat sein, von der man später wie von einem bestandenen Abenteuer berichten kann. Kopfnuss. Ein Preisrätsel. Jeden Freitag können Sie die Kopfnuss knacken und das könnten Sie dann zum Beispiel gewinnen. SFB 1 auf 88,8 MHz, also die neue Welle für umfassende, gründliche, schnelle Information, gemixt mit unterhaltsamer Musik. Das dritte, 6.05 Uhr, neuer Sendebeginn ab Januar für Frühaufsteher. Klassik zum Frühstück. Heute eine der beliebtesten Sendungen auf SFB 3, nun schon seit über 7 Jahren. Manchmal mit prominenten Gästen, hier Richard von Weizsäcker, damals noch Regierender in Berlin. Wenn ich meiner Frau in die Oper gehe, bekomme ich immer so einen gewissen Puff in die Seite, weil sie Sorge hat, dass ich zu hörbar mitsinge an den Stellen, wo ich die Melodien kenne. Damit hat sie natürlich auch vollkommen recht. Heute Nachmittag im Studio. Die knapp 20 Moderatoren proben, denn einiges wird neu. Und dass dann es so geschnellere denkt. Die Leute sollen doch erschrecken. Nein, abschreckend soll es natürlich nicht sein, das neue Gesicht von Klassik zum Frühstück, aber aktueller. Danke, Frau Leopold. Wiederhören. Ja, neu an unserer Klassik zum Frühstück sind die aktuellen Informationen, die wir zusätzlich in das Programm hineinnehmen wollen. Aktuelle Informationen aus dem kulturellen Bereich, wie zum Beispiel die Frühkritik, aber eben auch aus der Politik. Kommentare, Korrespondentenberichte, Nachrichten für alle, die am Morgen klassische Musik hören wollen und informiert sein wollen, was der Tag ihnen bringt. Und Trockenproben wird es auch für andere Sendungen geben. Neu im dritten, die Berliner Schulfunkstunde geht auf 96,3 MHz. Mit neuem Namen, Antenne 3. Bildung und Hintergrundinformationen unterhaltsam, dann von 9 bis 10 Uhr täglich. Eine neue Sendereihe zum Stadtgeburtstag bringt sonnabends um 9 Uhr Dokumentationen zur Geschichte Berliner Ortschaften. Am 3. Januar Borsig, um die Fabrik geht es und um die Menschen, die sie erlebt haben. Ein kurzer Ausschnitt, der Brief eines Arbeiters. Tegel, 29. November 1910. Lieber Vater, Schwager und Schwester, ich habe soeben mit meinem Kollegen in der Modelltischlerei dem Meister gesprochen. Franz, also ist mein Vater, könnte hier sofort eintreten. Und zwar bekäme er pro Stunde 80 Pfennig bei 9-stündiger Arbeitszeit. Er würde sich also bedeutend besser stehen. 96.3, das dritte. Eine Welle für Kulturinteressierte, Wissbegierige und Liebhaber klassischer Musik. Kurz der Kulturkanal im SFB. Auf 3 folgt 4. Außer den abendlichen Sendungen für Ausländer vor allem die Testwelle. Getestet wird WDR 4. Der Erfolg von WDR 4 gründet sich auf Namen wie Peter Alexander oder Peter Rubin und den westfälischen Nachtigallen. Und das drückt sich in Hörerzahlen aus. Von 4% Höreranteil hat sich WDR 4 auf 20% Höreranteil gemausert. 2,6 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen,
die diesen Sender jedem anderen Musikprogramm vorziehen.